Das groß angekündigte One Piece Kapitel 1111 steht vor der Tür und die ersten größeren Spoiler verraten ein actionreiches Kapitel mit dem vollständigen Erwachen des antiken Roboters. Die ersten Spoiler handeln dabei größtenteils von Ruffys Kampf gegen die Gorosei mit einem Schwerpunkt auf dem Fortschritt dieses unglaublichen Kampfes gegen diese Übermacht der 5 Gorosei. Interessant ist hierbei auch der Punkt, dass die ersten Infos einen, ich sage mal, relativ gleichmäßigen Fokus sowohl auf Ruffys Kampf als auch auf die weiteren Geschehnisse der Egghead-Insel aufgeteilt werden. Dazu gehört die Vorbereitung der Stroh-Piratenbande auf ihre eigentlich geplante Flucht der Egghead-Insel. Ein Update über Marineadmiral Kizaru und eine, ich sag mal, bedauerliche Nachricht bezüglich des vermeintlich kürzlich abgeschlossenen Kampfes zwischen Zorro und Rob Lucci. Aber Schritt für Schritt fangen wir chronologisch an. Die Spoiler beginnen sofort mit der Handlung. Allen Anschein wird der Kapiteltitel basierend auf den derzeitigen verfügbaren Informationen übersprungen. Wahrscheinlich müssen wir hier auf eine vollständige Spoiler-Zusammenfassung warten. Typischerweise deutet dies darauf hin, dass der Titel des Kapitels etwas referenziert, das nicht Teil dieser ersten größeren Spoiler ist und wahrscheinlich in der vollständigen Spoiler-Zusammenfassung offenbart wird. In jedem Fall behaupten die ersten großen Spoiler, dass das Kapitel damit beginnt, dass eines der Mitglieder der Gorosei versucht, sich gewaltsam Zugang zur Laborphase zu verschaffen. Es ist höchstwahrscheinlich das Gorosei-Mitglied Marcus Mars in seiner Yokai-Gestalt, der dabei erwischt wurde, durch das Verteidigungssystem des Frontier Dome zu fliegen, wie es bereits im vorherigen Kapitel dargestellt wurde. Doch angesichts dessen und der Formulierung seiner Aktivitäten in den neuesten Spoiler-Informationen scheint er bisher in diesem Bestreben erfolglos gewesen zu sein. Dieser erste Abschnitt bzw. dieser erste Punkt ist insofern sehr interessant, da wir aktuell noch keinen blassen Schimmer haben, auf was für ein Powerlevel sich die Gorosei in ihren Yokai-Formen befinden. Ich meine, mir ist sehr wohl bewusst, dass sie aktuell eigentlich stärketechnisch das höchste sind, was wir in der One Piece Welt bisher erlebt haben. Allerdings scheint es ziemlich verblüffend zu sein, dass sie trotz ihrer Stärke und trotz ihrer Macht das Verteidigungssystem des Frontier Dome nicht wirklich beschädigen bzw. durchdringen können. Die nächsten Spoiler-Informationen konzentrieren sich dann auf den Kampf zwischen Rob Lucci und Zorro, bei dem es den Anschein hat, dass das Cypherpool-Mitglied Rob Lucci trotz des Kampfendes immer noch steht. Doch leider fehlt uns diesbezüglich noch weitere Informationen bzw. das Bild, in was für ein Zustand sich Rob Lucci derzeit befindet, denn dies könnte tatsächlich einen möglichen zweiten Kampf zwischen ihm und Jinbei vorbereiten. Während Zorro Ruffy hilft und oder die Flucht der anderen Strohhut-Piratenbande vorbereitet bzw. unterstützt. An dieser Stelle muss ich leider sagen, laut dem aktuellen Wissensstand bezüglich sämtlichen Informationen für das kommende One Piece Kapitel gibt es derzeitig noch keine weiteren Informationen über Zorro und dem Fokus auf diesen Kapitel, denn wir alle haben eigentlich ein wenig mehr erwartet, gerade bezüglich einem möglichen Zahlenspiel, denn das Kapitel 1111 könnte man sehr stark mit Zorros Geburtsdatum, den 11.11. in Verbindung bringen und dessen aktuellen Kopfgeld. Aber es gibt noch einen Funken Hoffnung, denn möglicherweise werden wir heute im Laufe des Abends oder über Nacht eine vollständige Spoiler-Zusammenfassung erhalten und vielleicht werden wir dort noch weitere Informationen zu Zorro erhalten bekommen, denn Zorro ist für mich ein Kandidat, der definitiv Ruffy unterstützen sollte beim Kampf gegen die Gorosei und wir alle erwarten ja eigentlich einen Showdown zwischen Zorro und dem Gorosei-Mitglied Nusyuru. Allerdings hat er immer noch keine wirkliche Ahnung, wovon sie hierbei sprechen und das ist höchst interessant. Zunächst einmal Bonnie, jetzt auch die beiden Riesen und Ruffy scheint immer noch keine Informationen bezüglich Nika zu haben oder er weiß auch nicht, in was für ein Zustand er sich in Gear 5 eigentlich befindet und was das Ganze für ihn und für die zukünftige One Piece Geschichte zu bedeuten hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedanke, der für den weiteren Verlauf der Geschichte höchst interessant zu sein scheint. In einigen Videos in der Vergangenheit habe ich schon mal einen gewissen Punkt angesprochen und zwar den folgenden, dass ich ab und zu mal den Verdacht habe, dass wenn Ruffy in Gear 5 übergeht, er gar nicht weiß, was er da aktuell wirklich tut. Ich habe so das Gefühl, dass Joy Boy oder dessen Seele teilweise an diese Frucht geheftet ist und immer wenn Ruffy in Gear 5 übergeht, er vielleicht nicht 100% er selbst ist. Das Gorosei-Mitglied Topman Vakür in seiner Yokai-Form feuert dann eine riesige Welle von Haki ab. Möglicherweise handelt es sich hierbei um Königshaki. Er feuert das Ganze auf Ruffy ab, was ihn allen Anschein auf eine sehr lustige Art und Weise verwirrt.
Auch dieser Punkt, gerade nochmal dieser Punkt mehr, zeigt mächtige Diskussionen im Internet, denn einige sind nicht ganz zufrieden mit Ruffys Reaktionen in seiner Gear 5 Gestalt. Allerdings möchte ich hier Odas Aussage aus dem Jahr 2022 einmal zitieren. Ich habe Gear 5 als großen Scherz gezeichnet, weil ich wusste, dass meine Leser es hassen würden. Battle Manga wird zu ernst, wenn er den Erwartungen der Leser folgt. Das wollte ich nicht, also hatte ich Spaß mit dem Kampf gegen Kaido. Und ich glaube, wenn man solch eine Aussage von Oda nochmal genauer betrachtet, wird man teilweise es besser verstehen können, warum Ruffy in Gear 5 auf gewisse Art und Weise manchmal sehr skurril, ja, ich sag mal, reagiert. Gerade bezüglich bei feindlichen Angriffen oder wenn er mit seinen Gegnern kämpft. Die weiteren Spoiler zeigen dann, wie sich Boogie und Woogie in den Kampf einmischen und anscheinend die verschiedenen Angriffe der Gorosei blockieren können, während sich Ruffy von seiner offensichtlichen Verwirrung erholt. Auch dieser Spoiler-Part ist unheimlich interessant und ich bin da schon auf weitere Informationen gespannt. Zu einem muss man sagen, dies bedeutet einfach, wie stark, oder es bedeutet nicht, es zeigt besser, wie stark die beiden Riesen Boogie und Woogie im Grunde genommen sind, dass sie schon seit Jahrhunderten unglaublich mächtige Kämpfer waren und auch sind. Allerdings muss ich sagen, ich bin ein wenig verblüfft von der Stärke bzw. von der Schwäche der Gorosei. Ich habe ein wenig mehr von ihnen aktuell erwartet, dafür, dass sie die höchste Autorität der Weltregierung sind, scheint sie aktuell diese Macht noch nicht wirklich voll ausgeschöpft zu haben. Des Weiteren ist es ein wenig verblüffend, dass die Riesen keine Reaktion zu den Gorosei-Mitgliedern, ja, zeigen oder sagen. Denn aktuell gibt es keine Information, dass sie sich auch irgendwie verblüfft oder erschrocken zeigen. Immerhin könnten die beiden Riesen und Ruffy die ersten Wesen, die ersten Menschen seit Hunderten von Jahren sein, die die Gorosei in ihren wahren Gestalten zu Gesicht bekommen haben. Zurück zu den Spoilern. Ruffy soll dann einen Baseballschläger erschaffen und einen Home Run gegen die Gorosei erzielen. Basierend auf den derzeitigen verfügbaren Informationen ist es jedoch noch unklar, wie viele Mitglieder der Gorosei er genau trifft. Ab hier erfolgt ein Schnitt. Die nächsten Spoiler-Infos zeigen, wie die Strohbande zum Schiff der Riesenpiratenkrieger rennt, um zu entkommen. Es ist allerdings unklar, wer genau hier eingeschlossen ist, aber es handelt sich hier sehr wahrscheinlich um die Gruppe rund um Nami, Lissop, Chopper, Nico Robin und Vegapunk Edison, da sie die größte Gruppe der Strohhüte sind, die derzeit zusammen sind. Die derzeitig letzten Infos zeigen dann, wie die Marine versuchen, den immer noch niedergeschlagenen Marineadmiral Kizaru zu trösten, der ihnen stattdessen sagt, sie sollten ihn einfach in Ruhe lassen. Doch das Ende des Kapitels ist nochmal ein großes Highlight, denn das Kapitel zeigt zum Schluss, wie der antike Roboter allen Anschein vollständig erwacht zu sein scheint und seine ersten Worte lauten: Es tut mir leid, Joyboy. Seine Aussage, es tut mir leid, Joyboy, könnte man im Zusammenhang mit seiner letzten Mission in Verbindung bringen, denn seine letzte Mission war es ja, das heilige Land von Mary Jo anzugreifen, beziehungsweise er ist ja die Redline hinaufgeklettert und wurde dann diesbezüglich aufgehalten und bevor er ausgeschaltet wurde, waren dies wahrscheinlich die letzten Worte, die er sagen wollte. Und der entscheidende Punkt, dass der Roboter nun jetzt vollständig erwacht zu sein scheint, ist genau der Punkt, auf den wir jetzt alle gewartet haben, denn möglicherweise wird er sich jetzt Ruffy bzw. Nika anschließen im Kampf gegen die Gorosei und das ist auch dringend notwendig, denn ich habe so das Gefühl, dass die Riesen und Ruffy im Grunde genommen aktuell vielleicht den Anschein erwägen, eine Chance zu haben, allerdings wird das wohl in den nächsten Kapiteln nochmal verdeutlicht, wie unterlegen sie eigentlich sind und dass die Gorosei eine viel zu große Macht sind. Und in dem Zusammenhang könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sein letzter Befehl sein wird, Ruffy und Co. zu beschützen, dass sie erfolgreich entkommen können, während er die Gorosei aufhält. Leider bestätigt das Ende des Kapitels auch eine dreiwöchige One Piece Manga Pause, was bedeutet, dass der Manga mit Kapitel 1112 erst am Montag, den 22. April, zurückkehren wird. Und das, meine Freunde, das waren zum jetzigen Zeitpunkt sämtliche Spoiler bzw. Informationen zu dem aktuell kommenden One Piece Kapitel 1111, das diese Woche wie immer inoffiziell erscheinen wird. Und Sonntag könnt ihr das Ganze entweder auf der Manga Plus App oder Webseite sowohl auf Englisch als auch offiziell auf Deutsch lesen.
Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen für das kommende One Piece Kapitel? Was wird eurer Meinung nach als nächstes passieren? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoke euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy!